So, wir schauen mal in den Kalender rein. Wir sind im August angelangt, am 1. Ja, wir sind eigentlich auch mit der Season GT3 OS durch. Was ich hier sehe, GT3 Euro kommt jetzt wohl noch. Das heißt, wir sind noch gar nicht am Ende. Okay, ich wollte schon sagen, wir sind am Ende, bis auf so ein paar Special Events hier. Vintage Stock Capper Special Trophy. Hier sieht man auch, sind vier an der Zahl. Okay. Schauen wir mal rein. Ja, Stock hat schon ein bisschen was gesagt. Stockcar-Rennen ist so rein, sag ich mal, von den Autos, wie man hier sieht, so ein bisschen so NASCAR-mäßig. Aber wir sind auf der Road America, also auch nicht auf so einer typischen NASCAR-Strecke. Ja, wir schauen mal die Autos an. American Stock, Kappa. Ach, das ist sogar eine Marke. Okay. Ja, okay. Kappa Monterey Stock Car. Ich habe gedacht, die sind auf irgendwas aufgebaut. Also rein von den Automarken her. Wir haben so ein bisschen wieder das Regenbogenartige. Ich schaue noch kurz ein bisschen durch. Sehen alle so in einer gewissen Weise gleich aus. Long Dogs. Lange Hunde. Okay. Black and Pink. Auch sehr interessant. Ein Dino. Passend zu Jurassic Park. Hier haben wir das Custom. Hier haben wir Random. Ja, was soll man nehmen? Soll man hier jetzt einmal das Pink nehmen oder einmal das. Was war es? Modino oder so? Wo warst du? Hä? Ist jetzt irgendwie weg oder was? War Kratos? Das hat aber wohl nichts Performance Wheel. Okay, hat nichts mit God of War zu tun. Da war's. Ja, sieht nicht so interessant aus an sich. Bei dem Auto. Bei dem anderen sah es cool aus. Ein Hund! Wo ist das? Dance Döner. Okay. The world runs on dance. Das hat nicht mit dem Black Pink Dinger. Pipo. Nee, das da. Nee, danach kam es irgendwann. Ich bin verwirrt. Ja! Black Pink Batteries. Batterienwerbung oder was? Raptor X Fitter Systems da unten. Okay, wir haben noch einen Dino mit dabei. Nehmen wir. Wir gehen einmal ins Qualifying natürlich rein. 80%. Ich weiß, dadurch, dass jetzt mich nicht weiß, wie die Karre so ist und so, mache ich mal wieder auf 70 mal kurz runter. Und wenn es gut läuft, mache ich es vielleicht auch in der nächsten Runde dann noch wieder nach oben. Je nachdem. Ist erstmal gespannt, leicht bewölkt. Ja, es sieht doch nice aus, oder? Ja, hat auch einen Höllen-Sound drauf. Bin mal gespannt, ich mache mal Vollgas, was dann passiert. Oha, okay. Er geht mal voll fett in den Begrenzer rein, aber. Okay. Der ist ein bisschen so voll träge, finde ich. Hat aber doch eine starke Bremse. Oha. Im Gegensatz zu dem McLaren, wo wir in der letzten Runde gefahren sind, ist der schon hier ganz schön träge. Ich meine, so von der Leistung her ist er gar nicht mal so schlecht. Beschleunigung, aber das für die Lenkung dann. Ihr seht auch gar nicht, wann ich bremse, gell? Auch lustig, weil wir hier gar keine Rücklichter haben. Oh, wir müssen drüber. Also, die Runde zählt ja noch gar nicht, gell? Ist wieder so ganz anders. Und dann kommt dann die GT3 Euro und dann kommt wieder das hier und dann wieder die GT3 Euro. Dann ist es wieder voll das Hin und Her. Oh je, oh je. Es kann ja noch interessant werden. Alter, wie er durchzieht, wenn ich hier Gas gebe. Aber man darf halt auch nicht zu viel.
So, was hat denn der hat in der Handbremse oder so? Mag es nicht so ganz probieren. Können wir vielleicht machen. Mal machen, wenn jetzt Zeit dann steht und ich auch sehe, okay, ich bin gut auf Platz 1 oder so. Alter, der zieht manchmal ganz komisch weg. So, komm jetzt hier. Sind wir einigermaßen schön gefahren. Jetzt nicht hier am Ende noch den Off-Track holen, damit wir nochmal eine Runde fahren dürfen. So, das war auch ein bisschen knapp hier. Mit dem Off-Track. So, na dann bin ich mal gespannt, wie wir die Runde abschneiden. Wie die anderen auch die Runde abschneiden. Bin mir noch nicht so ganz... Alter, vierter Gang. Okay, Ende Gelände hier. War bis jetzt eigentlich, glaube ich, auch noch nie so, oder? Dass wir ein Auto ausgefahren haben. Also wirklich bis in den letzten Gang in den Begrenzer rein. Das ist das erste Auto. Okay, auch etwas interessant. Ist es dann gut, den da so weiterzufahren? Hier kommt er jetzt wieder gleich. Geh mal ein bisschen vom Gas runter, dass er nicht ganz reingeht. Ich weiß es auch nicht, ob das dem Auto so gut tut. Eigentlich habe ich auch keinen Schaden drin, also kann es mir im Grunde genommen auch egal sein, aber ich weiß nicht. Sagen alle so, ich quäle hier noch Autos. In echt dann wohl auch. Und so. Ah, ja. Okay, das war ein bisschen zu eng. Jetzt können wir es mal probieren mit der Handbremse, wenn es überhaupt eine gibt. Nee, gibt es schon wieder keine. Alter, was war das gerade? Ich habe auf A gedrückt. Na, guck, das ist wie eine Kupplung. Jetzt mal etwas umgestellt, oder? Hallo. Das habe ich nicht gedrückt. Aber mich hat komischerweise keine überholt. Auch ein bisschen seltsam, gell? Weil nur der eine hinter mir so ein bisschen an mir dran bleibt. Die anderen fallen ein bisschen zurück. So, na toll. Dann dürfen wir einmal die Runde beenden und dann noch eine neue machen. So, der eine kommt langsam ein bisschen näher, aber ich fahre ja auch nicht. Oh, ideal. Ja, so eine geile NASCAR-Strecke wäre richtig geil. Haben nur 20 Stück und so richtig viele dann auf der Strecke und dann voll das Gemetzel. Das wäre geil. Das einzige Coole ist eigentlich, es ist jetzt immer das komplett gleiche Auto. Also eigentlich auch eine recht faire Angelegenheit. Weil keiner besseres Auto haben kann oder so. Es geht einfach nur auf das fahrerische Können. Das war auch wieder... Oh nee. Alter, die ersten zwei Kurven waren mal gar nichts. Der kommt auch immer näher ran. Uiuiui. Das wird ja noch interessant. Vor allem die Hälfte der Zeit ist ja auch schon wieder vorbei. Und zu spät gebremst. Lass ihn mal vorbei. Alter, komm doch mal. Ey, jetzt habe ich ihm so lange Zeit gegeben. Nutzt doch gar nicht. Ich glaube, ich fahre jetzt auch ein bisschen langsamer. Sonst müsste ich noch in meiner Qualifying-Runde, die dann wohl dann noch zählt, auch noch überholen. Soll ich jagen jetzt so ein bisschen? Oder mache erstmal einen Abflug? So, jetzt sieht es NASCAR-mäßig aus. Oh je, Mini. Jetzt bin ich die ersten zwei Runden eigentlich so schön gefahren. Und jetzt? Jetzt mache ich ja voll den Scheiß irgendwie. Aber manchmal ist es auch wirklich ein bisschen komisch. So. Alter, wieso rutscht der jetzt plötzlich oder so? Hat der irgendwie die Reifen während der Fahrt gewechselt oder so? Mal anstrengen hier. Es wird ja noch peinlich.
gehe ich hier in meinem Pink unter. Kann es doch nicht sein. So, nee, Kollege, du wolltest mich nicht. Jetzt habe ich meine gute Linie fast gleich gefunden. Einen Moment. Ein bisschen kalibrieren. Und guck, da ist sie. Genau da. Ein bisschen links neben noch, aber... Nein, come on, wollt ihr mich verarschen? Ist auch da rein. Keine Ahnung, was es mir bringt. Ich glaube, das schaffe ich mein Qualifying gar nicht mehr. Pitstop. Ah, hier sieht man, wie lang das braucht. Okay, kann man ein bisschen was nachfüllen. Change Tires. Oh, das kostet auch ganz schön viel Zeit. Soft. Lass mal alles mal so. Okay, na super. Jetzt meint sie mich schon wieder aus. So, hier steht, glaube ich, mein Mann. Oh Mann. Eigentlich auch voll sporadisch. Alles. Aber mein Auto aber hätte auch noch machen können. Also ich sehe da meine Reifen durch. Ich schaffe das von der Zeit gar nicht mehr, aber egal. Ich kann eh jetzt eigentlich zum Ende springen, weil ich schaff's eh nicht mehr. Kann ich schon von vornherein sagen. Also nicht von meinem Können her, sondern einfach, weil... Schaut's euch an, ich habe noch 2 Minuten, die beste ist über 2 Minuten und ich muss ja noch eine ganze Runde fahren, also... Pff. Skip to end of the session.